Liebe Fotofreunde, heute von mir daheim auf dem Balkon. Endlich kommt die Wärme rein. Respektive kommt die Wärme hier auf dem Balkon. Und ich kann das erste Video hier aussen auf dem Balkon machen. Ich habe etwas ganz Schönes Neues euch zu verkünden, was es so im Emmental noch nicht gibt. Es ist eine Webseite von Fotografen, die sich zusammengetan haben, um ihre Fotos an einem Ort zu präsentieren. Sie sagen und schreiben 11 Fotografen aus der Region, 11 Fotografen mit unterschiedlichen Stilen, Art und auch menschlich sehr unterschiedlich, und wir haben sich zusammengefunden. Wunderbar, ein richtig tolles Team haben wir hier. Wir haben etwas auf die Beine stellen für euch. Für alle die, die gerne Fotos anschauen, die gerne Fotos bei sich daheim aufhängen, oder für einen Tourismusverein, die Fotos brauchen für ihre Kataloge, was auch immer. Es ist zig Möglichkeiten, sie da gegeben. Ihr könnt die Fotos schauen, ihr könnt direkt mit dem Fotograf in Kontakt kommen. Und das ist doch recht einmalig. Man muss nicht mehr die Sicht-Webseiten anschauen, suchen, die Fotografen, um eventuell das Lieblingsbild zu finden, das man vielleicht sucht. Jetzt ist die Möglichkeit da, um Naturfotografen Emmental das zu finden, das man sonst unter mehrere Mal ist suchen. Naturfotografen Emmental bestehen. Und jetzt wird es spannend. Ich habe hier mein Tablet, wo ich euch das gerne ablese. Ich habe es zwar im Kopf, aber ich lese es gleich ab, dass ich es richtig sage. Stefan Gerber, ein Martin Mägli, ein Remo Wettstein, ein Hans Wüterich, ein Sandra Eigenherr, ein Tobias Messerli, ein Susi Schlatter, ja, ein Mel Weber ist sogar auch dabei, ein Thomas Marmet, der Uli Schlatter und natürlich bin auch dabei. Wir haben uns zusammengetan und wir haben etwas Schönes kreiert. Eine wunderbare Webseite für euch alle. Ihr könnt dort anschauen, schneiden, ihr könnt direkt, wie ich gesagt habe, mit den Fotografen in Kontakt treten. Was will man mehr? Es ist auch für Schulen oder für Projekte. Wenn es Fotos braucht, könnt ihr sie da suchen. Wenn etwas nicht drauf ist oder das Gefühl habt, irgendwie mit einem Fotograf auf seiner Festplatte könnte ihr noch etwas liegen, dann könnt ihr ihn direkt schreiben und er setzt sich dann mit euch in Kontakt. Naturfotografen Emmental, eine neue Seite, etwas Neues, was so im Emmental noch nicht gibt. Freut euch drauf, die Webseite ist online, www.naturfotografen-emmental.ch mit Bindestrich zwischen. Jetzt wünsche ich euch viel Spass, geht schauen, wir würden uns riesig freuen drauf, wenn ihr die Seite gültig anschaut. Und wir freuen uns auf manches Feedback, egal bei wem. Es wird jetzt losgehen, jeder wird einen Post machen und ihr werdet es breit mitbekommen. Also, naturfotografen-emmental.ch, die neue Seite für alle die, die gerne Fotos jeglicher Art haben. Ob es nach Landschaft sei, ob es Makro sei, ob es Tierfotos sei oder einfach etwas Diverses. Es ist alles aus dem Emmental, es kommt nur hier aus dem Emmental. Es sind also keine anderen Fotos drin. Das Ziel ist, unser Emmental so schön und bunt, wie es ist, euch zu präsentieren. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntagabend und bis gleich, euer Giorgio. Tschüss zusammen.